Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Bubudool. Ich war eine Weile nicht da, bisschen kränklich, viel zu tun. Job hat mich ganz schön in Anspruch genommen und die Krankheit, aber ich bin wieder hier. Und im Video 9 werden wir einfach mal über Savatun reden. Savatun, ihr könnt euch erinnern, wer ein bisschen die Bücher der Trauer gelesen hat, so wie wir. Ja, da gibt's einiges zu erzählen. Wir werden heute ein paar Mutmaßungen anstellen, oder ich. Ein bisschen über die Season 14 reden, was ist okay, was nicht, was nervt. Und dann schauen wir doch mal, was mit Curia alles so wird. Am Anfang würde ich gerne mal ein bisschen über die Season 14 reden. Mir gefällt die ziemlich gut, wie einigen anderen da draußen auch euch, soweit ich lesen konnte. Viele sind natürlich sehr, sehr enttäuscht, weil es ist nicht genug Content und immer wieder dieselbe Leier. Ich würde gerne erstmal ein paar Stichpunkte rausarbeiten, was mir ziemlich gut gefällt. Also die emotionale Bindung zu den Gefallenen, Haus des Lichts und so weiter mit Mithrax, das ist schon ziemlich cool, oder? Also man hat zwar wieder Reused Area, ja, wo der Raid war, Scourge of the Past, dass man natürlich das Areal benutzt, um das ein bisschen so zu erklären und mit den ganzen Scans. Das ist ja schon gelungen. Hätte man vielleicht ein neues Areal nehmen können. Hätte vielleicht so ein bisschen mehr Vibe gehabt, vielleicht, ne? Weil so sieht's aus, wie ihr könnt auf unserer Müllhalde wohnen und ja, schauen wir mal. Aber gut, das soll ja uns nicht stören bei 10 Euro, oder? Was haben wir noch? Ja, also der Stil von Override mit dem Wireframe Solid Color, so möchte ich es mal nennen, Style, das ist echt gelungen. Das macht auch richtig Bock. Nur am Ende frage ich mich dann natürlich, warum der Boss, ich sag mal, leicht zu plätten ist er ja nicht. Am Anfang zumindest, aber durch den Granatwerfer-Perk, sorry, da hast du ja Damage für 10 Sekunden immer wieder, und wenn das auf die Gruppe dann natürlich übergeht und dann noch die Leute mit ihrem Schwert oder die Todesbringersalbe mit dem Raketenwerfer, da bleibt nicht viel übrig. Aber ob nun Raketenwerfer oder nicht, spielt keine Rolle. Es macht uns ja allen ein bisschen Spaß, oder? Und für 10 Euro, ich hatte es ja schon erwähnt, ich möchte das auch öfters mal erwähnen, weil immer so die Lacher kommen, ja, Bungie, oh, fuck you all und so. Ich meine, mach das doch mal für 10 Euro. Ich meine, die wollen auch Geld verdienen. Mit dem Everversum, das möchte ich mal einfach in Klammern setzen. Das ist denen ihre eigene Schuld, aber für 10 Euro, guter Content. Ja, kommen wir mal weiter. Am 22. Samstag, die gläserne Kammer. Ich muss dazu sagen, mal wieder. Ich gehöre wohl zu den vielen oder wenigen, die seit 7 Jahren dieses Spiel anfassen und das ziemlich oft. Ja, es wäre, wenn ich mitmachen würde, was ich nicht tue, weil ich werde genüsslich den World's First mir anschauen oder World's Second First oder wie auch immer das jemand nennen will. Aber es wird ein Heidenspaß, so auf 20 Bildschirmen einfach das mitzuverfolgen, was da so abgeht in der Community. Ich will das nur kurz erklären, warum ich selber nicht spielen werde, weil ich bin davon leider müde. Also World of Glass, Gläserne Kammer ist mein favorisierter persönlicher Raid. Damit habe ich angefangen und damit möchte ich aber nicht aufhören. Und das bedeutet, ich habe im ersten Jahr von Destiny, dann kam Dark Below etc. Wie ihr alle oder die meisten von euch da draußen gegrindet. Forever 29 kennt so fast jeder. Du kamst nicht höher, das war richtig schwer und dann hast du alle Waffen gegrindet. Und das war auch gut so, das war ein Heidenspaß. Top-Atmosphäre, oft gefailt, sehr oft muss ich sagen, aber jede Woche dann rein. So, und jetzt aber bitte festhalten, das war das erste Mal. Dann zu Taken King, so knapp im dritten Jahr ist es gewesen, Destiny, wurde ja das Power Cap ein bisschen hochgezogen und du musstest wieder in die gläserne Kammer, wieder alles holen, um das auf dem Power Level zu haben. Das steigerte sich dann zu Jahr 4 müsste das gewesen sein, Rise of Iron, weil dann gab es die Challenges für die gläserne Kammer, zusätzlich wie bei Crota. Und du hast das leuchtende Gear, ihr könnt euch noch erinnern, hier und da bekommen und dann die Adept Weapons. Warum soll ich das jetzt ein viertes Mal machen, nur weil das dann Time Lost oder whatever, was die Data Miner da schon wieder rumgepostet haben, bedeutet? Macht für mich wenig Sinn, weil das Gellerhorn fehlt, es werden neue Challenges kommen, es werden die Wyvern oder ja,
wie man sie nennen will, die großen Sträußchen, die da rumfliegen drin von den Vex, die werden wahrscheinlich als Champion auftauchen oder etc. Ich will gar nicht vorgreifen, aber das ist jedem seine Sache. Ich finde es ziemlich cool, dass man es zurückbringt, aber für alle, die immer Nostalgie schreien, Nostalgie ist nicht, wenn man komplette Inhalte einfach wieder in ein neues Game unter einem anderen Namen importiert und das dann Seasonal Content nennt. Das ist falsch, weil wenn du eine Waffe, ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, zurückbringst oder irgendwie aus Nostalgiegründen, irgendwie wo du als Spieler dich sehr stark dran erinnerst, wie mit dem Gellerhorn damals, das ist doch völlig in Ordnung. Oder irgendwie so eine Paradox-Storyline nochmal, dass man in die Gläserne muss, okay. Aber doch nicht komplette Inhalte, Waffen, Skins etc. Das ist für die nicht sehr schwer. Ich verstehe den Aspekt, ja, 60 oder mehr Frames und dann die Auflösung dazu und vielleicht ein bisschen aufgehübscht. Natürlich reizt mich ja auch, aber nicht zum Spielen, weil ich habe die ganzen Waffen über Jahre gespielt und nochmal, das ist immer wieder, ja, repeat, repeat, rinse and repeat. Ansonsten, was könnte man noch dazu Positives erwähnen, wäre, dass ja, der Raid ist standalone. Also wir werden nicht auf der Venus rumgrasen können wie früher irgendwo mal in die Ishtar-Bibliothek oder so. Ist nicht. Also das finde ich persönlich gut, weil es würde, weil wenn es an die Story angehangen wäre, viel zu groß wären für ein Seasonal Content. Versteht mich da nicht falsch. Viele haben das gehofft. Aber ich bin froh drum, weil das ist dann einfach excluded. Da kommen wahrscheinlich so Barrieren an die Seite. Und du gehst nur in die gläserne Kammer, um Spaß zu haben. Da wiederum hat es Bungie richtig gemacht. Aus meiner persönlichen Sicht. Aber wer bin ich schon? So, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wer ist denn Savathun, Freunde? Was soll das alles? Seit Destiny 1 und Destiny 2, seit Storybeginn wird immer wieder, wie auf Titan damals, oh, die Savathun, der Gesandte von Savathun, die Hexe von Savathun, dann wieder das. Ihr wisst das alles. Aber ich möchte mal heute was anderes ansprechen, weil das geht mir immer so ein bisschen unter bei so vielen, ja, selbsternannten Lore-Meistern oder wie auch immer, die ich sehr schätze. Aber es geht mir halt unter. Und da spreche ich heute einfach mal an. Und zwar, ich berufe mich auf Fakten, also ich werde hier auch keinen Leak einblenden, ich lese das zwar alles, aber bei uns geht es immer in den Videos hier oder in meinem Stream um Fakten, die uns Bungie ja offenbart, sage ich mal. Vielleicht ist ein Puzzle dabei, das müssen wir dann lösen, aber meistens geht es ja wirklich darum, dass wir als Spieler unser ja, Grips anstrengen, was die Lore angeht. Also wer die wegklickt, wie viele jetzt wieder in der Season, klick, 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 die Lore weg und lesen sich das nicht durch, wie sollen die denn jemals verstehen, um was es geht? Wir machen das jetzt mal andersrum, weil es geht mir nicht um die Season 14 Lore an sich, sondern um eine spezielle Sache, die mit der Season 14 aber zu tun hat. Und das wäre Curia, also der Vex-Verstand, Fingerchen hoch, ja, der war mal gebaut wurde, um für eine bestimmte Sache zuständig zu sein. Aber da muss ich anders ausholen, sonst versteht das der geneigte Zuschauer oder Zuhörer hier überhaupt nicht. Also, wir fangen mal ganz zart an. Wer die Bücher der Trauer gelesen hat oder nachgedruckt auf Deutsch Der schwarze Spiegel, kann ich nur empfehlen, bestellt euch das Buch für, weiß ich nicht, 20 Euro oder so. Das sind die ganzen Grimoire-Karten aus Destiny 1, super zusammengefasst, ein bisschen illustriert und ich hatte das schon mal gesagt, ich kriege da kein Geld für, ich kaufe mir die Dinger ja auch bloß, aber es ist sehr wichtig für die ganzen Geschichten, die man dann sich selber auch mal ein bisschen in die Gedanken wieder zurückruft. Also wir fangen mal an, wer ist eigentlich Savathun? Dazu müsste ich sagen, dass Crota, da müsst ihr ein bisschen Grundkenntnis haben, das war ja damals in Dark Below, der Sohn von Oryx, ja, so. Oryx, ein ganz böser. Wir wollen das gar nicht zu detailliert machen am Anfang, aber ihr wisst dann schon, wohin die Reise geht. Oryx macht ein Portal zur aszendenten Ebene auf. Das ist alles, es steht in der Lore von Destiny 1 von Bungie selbst. Ich will das nur nochmal betonen. Er macht aber nicht irgendwo das Tor auf, sondern er öffnet es und sieht zum ersten Mal die Vex. Crota war also auf der Suche, wegen der Schwertlogik, ja, die müssen ja ihre Würmer, also immer in Ernährung setzen, weil die haben ja ein unendliches Band oder sind das Band eingegangen mit denen und die mussten natürlich alles kaputt machen, was geht, weil
ist eigentlich eine unlösbare Aufgabe, aber dazu komme ich gleich. Das wird dann ein bisschen noch in die Literatur gehen, aber was nichts mit Destiny zu tun hat. Also, haltet euch nochmal gedanklich fest. Crota, der Junge, den wir schon geschrotet haben, macht das Tor auf. Oh, und die Vex stürmen rein. Ich mache die Kurzversion, dann versteht ihr das nämlich viel besser. So, jetzt kommen die Vex rein, aber finden heraus, dass die das nicht packen. Also von der Prozessorlast mit den ganzen Daten, weil die Schwertlogik über die Jahrmillionen, Milliarden Jahre, das können die nicht verarbeiten, selbst die Vex nicht. So, also wird Curia gebaut als quasi, nochmal Fingerchen hoch, Vex-Verstand. Wir wissen jetzt, dass es eine Hydra ist, weil es schon wieder geleakt wurde, aber darüber reden wir heute nicht. Curia einfach nehmen, Vex-Verstand. Der Vex-Verstand quasi als, ich möchte es mal vergleichen, dilettantisch als, Quantencomputer, ne? Kann man so ein bisschen vergleichen. Soll die Berechnung starten und die Schwertlogik der Schar komplett entschlüsseln. Ja, ihr hört richtig. Die sollen das entschlüsseln, weil die Vex sind dazu angehalten, alles und jeden Datenstrom aufzunehmen, zu entschlüsseln, umzusetzen, etc. pp. Und jetzt wird es interessant. Curia kommt diese Season, wird diese Season auftreten und ja, jetzt muss ich sagen, das ist kein Spoiler, das konnte man sich schon ein bisschen so zusammenbauen, was ich allerdings schade finde, weil man damit so die Spannung aus der Geschichte nimmt. Weil ich war immer davon überzeugt, dass Curia eine viel größere Rolle spielen wird, aber wenn man es in eine Season packt, scheint es nicht so zu sein. Fingerchen hoch, wir wissen ja noch nicht, was kommt. Jetzt gehen wir zurück, was ich gesagt hatte. Also das Portal ist off, die Vex kommen rein, Curia wird gebaut und entschlüsselt die Schwertlogik tatsächlich, so steht es in der Lore von Bungie. Und jetzt kommt der Knackpunkt, wo ich mir die Augen reibe und wo mir das Gehirn sich von links nach rechts dreht. Crota hat das Portal nicht allein einfach so geöffnet auf der Suche nach neuen Feinden etc., ja, weil man die Würmer ernähren muss. Er hat das aufgemacht, weil Savathun, und jetzt nochmal Ausrufezeichen, Savathun ihm gesagt hat, wann und wo er das Portal öffnen soll. So, und jetzt macht euch mal Gedanken. Was ist da los? Savathun, weil ihr müsst euch vorstellen, das Universum ist ja nun nicht gerade klein, egal welches. Unser Universumsverständnis sagt, das ist unendlich groß. Selbst bei denen in der geschichtlichen, ist ja eine Fantasy-Story mit den Schar, ist ja die Ebene fast unbegreiflich. So, und wenn jetzt, also dem Oryx-Sohn gesagt wird, Crota, du machst genau dann dort das Portal auf, ist nach meiner oder nach meinem Logikverständnis das so gewesen, dass man natürlich wusste oder Savathun wusste, dass dort die Vex sind. Das schließt jetzt die Tatsache ein, dass sie wusste, dass Curia gebaut wird und sie sich dessen vielleicht bevollmächtigt über die ganze Story hinweg mit Zeitreisen etc. oder Vorkehrungen treffen. Sie ist ja der Trickster bei den Char, so möchte ich es mal nennen, so wird es ja auch oft genannt. Und das ist ein richtig, ich sag mal, sehr interessanter Punkt, weil mit den Zeitreisen geht es dann auch weiter. Ich muss das von dem Leak erwähnen, aber ich werde es euch nicht zeigen, dass Osiris eigentlich ein Fake ist und dass er platziert wurde mit einer Kopie des Osiris, sage ich jetzt mal. So, und jetzt muss man sich das ein bisschen vorstellen. Nicht in einer Simulation, aber einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Savathun die Macht hätte, das zu tun, wüsste sie ja, nicht nur durch Curse of Osiris wissen wir das, hätten wir ein komplett falsches Verständnis von allen Dingen, die wir eigentlich getan haben, da sie ja dadurch dann die Zeitströme mit Fingerchen hoch beherrschen könnte. Also wäre sie nicht nur ein Trickster, das habt ihr ja gesehen mit der Tochter in der träumenden Stadt, mit dieser Ewigschleife und so weiter. Also, das ist ja durch Curia auch nur gekommen oder gebaut worden. Gebaut, ihr wisst schon, was ich meine, konstruiert. Ja, und da macht ihr euch einfach mal Gedanken, weil das ist sehr, sehr interessant. Und wir sollen das Wurmbündnis in Zukunft, Leak, ne, Fingerchen hoch, von Savathun entfernen. Wie soll das gehen? Ja, also ich glaube, die Zeitreisenthematik und das mit dem Crota-Portal als
Ursache und Wirkung ist mehr als interessant und darauf würde ich gerne mal auch in Zukunft nochmal eingehen. Ich kann mich natürlich komplett irren und Bungie hat es halt, ja, vom Narrative Lead halt falsch schreiben lassen, weil das waren ja auch unterschiedliche Leute, die in Destiny 1 gearbeitet haben, jetzt in 2, weil der große Kern, bis auf ein paar Leute, ist eigentlich komplett weg vom Bungie Studio. Also, vielleicht täusche ich mich da auch, aber es ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt komme ich noch am Schluss wegen der Literatur. Mich erinnert das alles an Goethes Faust ein bisschen, falls ihr das gelesen habt in der Schule. Du verkaufst deine Seele an Mephisto, also dem Teufel, der halt dich mit tausend Gesichtern und Lügen und Phrasen reinlegt. Und darum ging es, ich will das gar nicht hier aufdröseln, aber darum geht es die ganze Zeit. Und wenn jetzt zum Beispiel unsere Freunde da unten im Fundament, müsst ihr ein bisschen die Cremor-Karten lesen, sich mit den Würmern da so verkauft haben, ist eigentlich dasselbe. Es könnte sogar sein, dass das ein eigener Traum war von irgendjemand, weil wenn sich eine Rasse, ich nenne es jetzt mal Rasse, im Amöbenstadium an irgendwelche Würmer verkauft, rein seelisch und so weiter, und dadurch Macht erhält und immer das Wurmbündnis stabilisieren muss, ist das, sagte ich vorhin schon am Anfang, eine unlösbare Gleichung aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich interessant, weil es könnte natürlich auch was anderes bedeuten. Es könnte bedeuten, dass ich mutmaße jetzt sehr schwer, unser Reisender, die wird ja, ja von den Gefallenen jetzt auch wieder vom Haus des Lichts die große Maschine genannt. So, stellt euch mal Folgendes vor, das hat es alles nicht gegeben, es wäre so eine Art Traum und die Vex würden eine Riesensimulation gestartet haben. Nur mal kurz vorstellen, ihr müsst es gar nicht irgendwie so bewerten. Stellt euch einfach das nur mal vor, weil wir als Hüter, wir werden ja immer wiederbelebt, ne? Und ich mache gleich die Kurve wieder zu der Schar. Und wenn jetzt die Maschine in dem Reisenden wäre, die natürlich gejagt wird, zum Beispiel von der Schar, weil die sind ja nicht sehr begeistert davon, ne? Mit dem Licht, könnte natürlich sein, dass am Ende vielleicht die Vex obsiegen in ganz Destiny. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen, aber wäre natürlich ein schöner Plot-Twist, dass es nicht alles nur in Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit geht. Aber das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass unsere Freundin von Anna Bray, die Schwester Elizabeth Bray, also Elsie Bray, die hat ja uns eigentlich erst durch die, ja, Dunkelheit oder mehr an die Dunkelheit herangeführt. Ja, wir können die Dunkelheit nur schlagen mit den Aspekten, du musst dunkel sein, musst das mit Eramis etc. von Beyond Light. Das ist dann schon ein bisschen wirr, weil das ist so typisch Bungie, dass die uns keinen Hint, keinen Tipp geben, wo das eigentlich hingeht, die Reise. Ich finde es auf jeden Fall super, super spannend, aber die ganze Lore, muss ich jetzt wieder mal pro Spieler sagen, die zu behalten im Kopf ist nicht möglich. Das sind zu viele Details, die dann eine Rolle spielen. Man muss halt an die Ursache rangehen. Und darum hatte ich versucht, das hier in dem Video heute mal, ich hoffe, euch gefällt das, einfach von der Ursprungslore zu gehen. Also wie der Zusammenhang quasi die Transzendenz zwischen Vex und der Schar zustande kam. Und jetzt komme ich darauf zurück, wenn Savathun, ich sage es nochmal, wusste, wo Crota das Tor aufmachen soll, wusste sie ja, dass die Vex einfallen. Also kannte sie quasi die Zukunft. Und das würde natürlich zu dem mit dem Leak, zu vielleicht Osiris, paradoxerweise eine Rolle spielen. Ob das jetzt natürlich von mir falsch interpretiert ist, kann ich nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht oder ihr. Aber es wäre zumindest mal ein nennenswerter Aspekt. Da haben wir schon wieder das Wort Aspekt. Elsie Bray erzählt aber immer, sie wird durch die Zeit geschleudert, also sie kann nicht selber reisen durch die Zeit, sondern es passiert einfach. Also von der Kausalität her macht das keinen Sinn, weil es muss ja irgendwo einen Ursprung haben. Und da werdet ihr mir eher recht geben oder euch selbst. Und was wäre denn zum Beispiel, jetzt nicht lachen, nicht Savathun und Elsie Bray, aber sowas in der Richtung, dass sie verschiedene, ich sag mal, Leute platziert hat, die halt, wie mit dem Osiris, wenn sich das bewahrheitet, wie zum Beispiel letzte Season hat der Leaker natürlich zu 100% recht gehabt, dann hätte ich natürlich wieder ein übergeordnetes Interesse an dem Spiel, weil das wäre der super Plot-Twist, oder? Dass dann irgendwann wirklich
das Licht fällt, weil wir halt nur auf Deutsch gesagt Scheiße gebaut haben. Und wir töten ja was seit Jahrmillionen Jahren, hätte ich fast gesagt, aber seit 7 Jahren Realzeit hier im Spiel Millionen von Feinden. Eigentlich schlechten wir alles ab. Wir schlachten alles ab. Wir sind der Schlechte schlechthin, wollte ich sagen. Das ist mal ein kausaler Zusammenhang, der Schlechte schlechthin. Aber ist ja so, wir sind Gottes Schlechter, so wird es ja auch im Spiel genannt. Und eigentlich, wenn wir da die Guten sind, ich weiß nicht, kann man vielleicht mit einer schönen Musik untermalen, aber am Ende sind wir eigentlich der Universalkiller für alle, um jemanden zu schützen, den wir gar nicht kennen, also der Reisende. Ja. Aber daran will ich gar nicht jetzt kommen. Wir müssen ja zum Ende kommen, sonst wird das wieder zu lang. Der Reisende, nur nochmal am Ende, wurde ja auch, erinnert euch an den Sprecher, was er gesagt hat, wurde er auch so interpretiert und am Ende kam raus, naja, ich als Sprecher habe es so interpretiert, er hat zu mir gesprochen und ich habe das so erzählt, wie ich das sehe und eigentlich hat er nie ja, korrekten Kontakt gehabt, sagen wir mal so, weil es ja auch eine Maschine ist oder, weiß nicht. Am Ende ist es ja auch egal. Was haltet ihr denn davon? Wer könnte denn Sabathun sein? Ist es wirklich eine Hexe, die durch die Zeit reist? Ist es einfach so? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass das wirklich der letzte Schlagpunkt wird von Bungie, aber ich wurde dann ein bisschen ernüchtert mit den Ankündigungen von Sunspot, also noch eine Erweiterung nach Lightfall. Ich kann mir das nicht wirklich erklären, außer dass man Geld verdienen will, ob das der Story dient. Ich weiß es nicht, ich mache mir da keine Gedanken, aber überrascht war ich schon, weil ich hätte fest gedacht, dass Sunspot nicht kommt, weil das in den Zeitraum, das hatte ich schon mal erwähnt, zu Matter, also dem neuen Projekt von Bungie führt und dass man da so ein bisschen überleitet, dass ja, erste Phase Dunkelheit und Licht abgeschlossen wurde ja auch so erwähnt als ja, Chapter, hat Bungie gesagt, also dass das kein komplettes Ende haben kann. Naja, dann wird es wahrscheinlich weiter ins Universum gehen, das hatte ich auch schon mal angesprochen, aber es soll ja nicht unser Thema sein. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, wer Sabathun wirklich ist. Laut Geschichte kann man das nicht wirklich nachlesen, weil die Gesandten, sag ich mal, im Spiel von Sabathun und so weiter, du hast ja keinen Ursprungspunkt. Du kannst immer nur sagen, Aszendentenebene, die Bösen, ne? Dunkelheit, Fingerchen hoch. So richtig klar ist das noch nicht. Ich bin mal gespannt, nach dieser Season soll ja Marasov, sorry, Spoiler, haha. Nein, ist ja irgendwie ein Leak und so. Das muss man nicht für ernst nehmen erstmal, bis es bewiesen ist. Aber wenn das dann so aufgedröselt wird in der Season, also zur Überleitung bis nächstes Jahr, das ist ja noch lange hin für die Hexenkönigin als DLC an sich, dann wäre das schon interessant. Und wenn dann aber Sabathun nicht der Endboss wäre oder nur ein Zwischenboss oder gar nicht erst auftaucht und Xivu Arad auch nicht laut dem Leak, dann würde ich mich ernsthaft fragen, was wir den ganzen DLC machen. Aber das wäre natürlich wieder ein Kaufgrund, weil vielleicht taucht ja ein neuer Feind auf, weil Oryx wird definitiv nicht wiederkommen, das kann ich mir nicht denken. Oder wir machen eine Zeitreise und alles ist neu. Aber das ist ja mal interessant. Also, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Guckt ein bisschen in die Lore rein, kann ich euch nur empfehlen, oder schaltet mal hier bei Andy Edition rein, der macht das ziemlich gut mit seinen ganzen Lore-Videos. Das gefällt mir und anderen ziemlich, ziemlich gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bubo is out, Freunde. Macht's gut und bleibt gesund. Bye, bye.